Grüße, yo. Oi. Besser, ja. Oh. Oh, wilder Leguan. Heiß und oi kratzt. Oh, ich hätte die Schuppen abmachen sollen, glaube ich. Oi. Brr. Aber egal. Es ist Sonntag. Oh, Nachmittag. Es dünkelt gerade draußen, deshalb ist hier ein bisschen bessere Beleuchtung, weil ich nicht unbedingt das Ganze immer so. Oh, Bestrahlung. Ich mag es zwar, die Fenster offen zu haben und mir nicht total im Dunkeln zu leben, vor allem im Winter. Aber naja. Aber weil wir gerade beim Thema von dunklen Geschichten sind. Oh Mann, es hat mich fast 6 Tage gedauert. Der Bericht, für den ich jetzt gerade reden möchte, den du wahrscheinlich auch deswegen angeklickt hast, weil ich ihn in den Titel gehaut habe. Ah, SAO wird mehr politisch korrekt. Oh Mann, ich habe mich jetzt die letzten paar Tage mit ein paar Leuten darüber unterhalten und... Oh. Es ist eines von diesen... Ich lache mir innerlich mehr oder weniger die Scheiße, okay, aus dem Körper. Und auf der anderen Seite denke ich mir, oh fuck, das wird düster. Das sind diese beiden Level, die ich nicht auf zusammen... Das sind zwei Kreis... Schemata, die ich nicht an einem Punkt zusammenführen kann, okay? Weil auf der einen Seite, ich finde es lustig, dass es gerade deswegen passiert und auch, weil es mit SAO passiert. Weil ich verlinke den Beitrag, von dem ich das habe und vielleicht ist das, wenn ihr einen Beitrag habt, geht einfach zu allen anderen Foren im englischsprachigen Bereich und tippt einfach nur Political Correctness und SAO ein. Es wird man dann überprüfen, weil das ist nicht etwas. Das ist nicht etwas, das nur da passiert, weil das merken anscheinend mehrere Leute an mehreren Stellen. Wow, ich habe jetzt, wie gesagt, länger mitgekriegt. Ich wollte nicht einfach nur auf den nächsten... Oh, ein Typ im Internet hat darüber gesprochen. Ich spring drauf, weil ich bin nicht unbedingt der Clickbait-Typ, okay? Erklärt meine Abonnenten- und Zuschauerzahlen, ist ja auch logisch. Aber, okay, im Grunde genommen... Warte mal, ich muss das bisschen hier zur Seite schieben, damit ich auf den anderen Monitor sehe. Okay, Oh Mann. Ich versuche es hier gerade einigermaßen rüberzubringen in Bezug auf. Ich übersetze, das kann nie gut enden, okay? Im Grunde am 18. Jänner dieses Jahres. Nankaku Online, das war Online-Autor und Creator Reiki Kawahara. Okay? Okay, dass die Charaktere mehr dem westlichen Standard angepasst werden. Okay, wir werden sich verändern, basierend auf westlichen Einflüssen, die ja bei, wie gesagt, lest es euch durch, okay? Ich verlinke es unten, damit keiner sagen kann, ich gebe hier was Falsches wieder. Ich versuche es einfach so rüberzubringen, dass es einigermaßen ohne den ganzen Gewischwasch geht. Political Correct wird das Ganze darum, weil, wie gesagt, besagter Autor, den wir ja alle wahnsinnig gerne möchten und mögen, ein Haufen Leute mögen ihn anscheinend, weil so dann ist ja immer noch eine relativ beliebte Serie, obwohl, wenn ich frage, jeder sagt, das ist eine Scheißserie. Ja, es ist eine Scheißserie, aber Scheiße beliebt auch. Das ist das Problem dahinter. Ich meine, denkt man auch, Schreiber von Kinos Journey hat seinen Beitrag dazu mit Gungle Alternative. Und die Serie war ein lauwarmer Furz mit feuchtem Abklang. Und selbst in der Serie selber, und warum bin niemand also das Liebsten, weil du kannst in der Serie selber sehen, kommt besagter Autor vor, der dann auch quasi sagt, hey, ich mach deine Sachen besser. Ein Outcalling zu den Original Sword Art Online machen. So, was soll das? Und dann kommt sowas daher, wo man wirklich lesen muss, dass seine Art Geschichte zu schreiben eben beeinflusst werden von Sachen wie eben Neon Genesis Evangelion, Final Fantasy, Dragon Quest, Ghost in the Shell und so weiter. Und das war sein Einfluss am Anfang. Er will es aber jetzt mehr an den westlichen Staat anbringen, weil er an mehreren anscheinend Conventions, die er in Amerika zum Beispiel wahrscheinlich
wird nicht genau ausgeführt hier. Das Interview ist eingegangen. Es gibt auch ein Audio-Interview. Ich habe es nicht gefunden, aber es gibt auch ein richtiges Audio-Interview irgendwo. Wahrscheinlich auch mit Übersetzung. Muss ich noch schauen. Aber hier ist es so, dass er wirklich den Einfluss der westlichen Fans. Wie gesagt, als ich das erste Mal gehört habe, so wie das hier formuliert wird und vor allem wie das hier wortgerecht nachgestellt wird, ist es so, dass wirklich diese typische Mädchen müssen mehr aktiver in seinen Storylines werden und er gibt selbst zu, dass er keinen Plan hat, wie er in einer Haaren-Situation Mädchen mehr besser darstellen sollte. Und das absolute, er entschuldigte sich bei den Sprechern von zwei weiblichen Charakteren, die in der letzten aktuellen Season von eine so dramatische und diese beinahe Rape-Situation, diese wirklich, oh, hey, hier geht's ja voll die SM-Nummer ab. Also genau, wir wissen alle, was ich nicht meine, okay? Oh, er hat sich dabei bei den Mädchen entschuldigt, bei den Damen, bei den Frauen entschuldigt, die Voice Actor sind. Okay. Was? Das ist so schlimme Sachen haben machen müssen. Und ich werde hier gar nicht länger mal ausführen, weil ich quatsche hier von viel zu lange rum. Das Problem ist das. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass es so lang gedauert hat. Wie gesagt, es kriecht sehr langsam in die japanische Subkultur und in die Popkultur jetzt ein, da der Westen immer mehr Fuß fasst in der Anime-Manga-Community, auch in Japan. Wie gesagt, abgesehen von den ganzen, wo die ganzen Sachen herkommen, der Influence war ja immer schon da. Scheiß Englisch. Ich hasse den. Der Beitrag, warum wir Anime-Manga haben, war ja vom Westen schon immer dirigiert. Jetzt aber die ganze politische Geschichte noch reinzuhauen, vor allem mit den ganzen Social Justice Warriors, ist Horror. Weil, wie ich schon oft aufgebracht habe, Japan ist ja mehr oder weniger Tumblr das Land, okay? Wo du wirklich Leute hast, die, und ich muss mal sehen, ob ich die Auflistung finde, mit wie vielen Herzattacken, wirklich Cardio Arrest. Okay, wir hatten in den letzten 2 Jahren, gibt es eine Liste dafür, von Typen, die mehr oder weniger in Aussicht mit Frauen zu reden, umgefallen sind. Das ist ein Ding anscheinend. Ich habe selbst nicht geglaubt. Ich dachte, okay, vielleicht wollen sie nicht reden, aber nee, anscheinend sind sie so nervös jetzt schon, dass Männer in Japan sogar umfallen, bevor sie es schaffen, mit einer Frau zu reden. Das ist bedenklich, okay? Das ist... Wow. Aber das nehme ich mit einer großen Prise Salz, weil, wie gesagt, ich habe davon nur einmal was gehört und einmal einen kurzen Beitrag gesehen und gesagt, yes. Das mit dem Sword Art Online hier ist, erstens einmal, wie gesagt, immer noch eine sehr beliebte Serie. Aber wie gesagt, allein dass du hier sowas hast, und wie gesagt, das ist nicht ein Einzelfall im Moment. Wir haben große Auswüchse an mehreren Enden und wir werden wahrscheinlich über nächste etwas mehr davon hören. Wenn das aber wirklich Fuß fasst, vor allem die ganze Aussage, dass die Story dann angepasst wird an westliche Ansichten in Bezug auf politische Correctness. Weil du weißt ganz genau, wer da, und das ist wirklich eine Aussage, die so gemacht wurde im Interview. Das so einzubringen, ist so wirklich, yeah, du weißt ganz genau, was für Typen da an ihn herangetreten sind. Die Typen, die meiner Meinung nach als echt schuld daran sind, dass ich mir keine Mädchen mit bunten Haaren mehr anschauen möchte, obwohl ich bunte Haare eigentlich relativ okay finde. Aber wie gesagt, letzten Jahre waren nicht gut für bunte Haare, weil du siehst etwas mit blauen, pinken oder rosaroten Haaren und denkst da, Mädchen, wir wissen, wo das herkommt und das ist nicht lustig. Finde ich schade. Und das sind alles Menschen, die mal genauso wie hier haben wir das gleiche Problem, das wir als Gamer schon hatten. Und dazu komme ich auch heute nochmal. Wie gesagt, Leute, die von der Materie keine Ahnung haben und die Materie nicht interessiert, aber ein Problem für sich selbst kriegen, weil hier ist unerschlossenes Land für unsere politische Schiene und hier können wir schön reindrücken, weil wir hier ein paar Opfer haben, die wir mehr oder weniger dazu bringen können. Yeah. Unsere Ideologien weiter zu schieben. Wenn das Fuß fasst, meine Fresse, das wird lustig. Ich hoffe nicht. Aber allein die Tatsache, dass sich jetzt schon ein Storywriter dafür wirklich ausgesprochen hat, dass er das machen wird.
noch mehr Buddha-Figuren mit komischen Köpfen. Oh. Oh, T-800 bringt Tod und Zerstörung und Frieden. Tod und Zerstörung und Frieden. Ich muss wirklich aufpassen, mein Blutdruck ist momentan nicht gut. Ich weiß, dass ich an einer spontanen Arterienexplosion irgendwann draufgehen werde. Ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Weil wenn das so abgeht, wie gesagt, das könnte schlimm enden, weil wir haben nicht den Halt, den die Gaming-Community hat, die sich gegen so einen Scheiß wehren kann. Wir haben nicht die Studios, wir haben nicht die Leute im Westen, die wirklich sagen können, halt mal. Vor allem in Bezug auf dessen, was gerade abgeht. Wie gesagt, eine Menge Streaming-bezügliche Sachen werden sich in den nächsten 1-2 Jahren sehr ändern. Vor allem, wenn man sieht, welche Studios und welche Firmen was, wo, wann gekauft haben. Ich werde dazu nicht mehr sagen, wenn ich nicht mehr Infos habe, als das, was mir bereits Leute zugetragen haben, Leuten, denen ich vertraue. Aber ich möchte auch irgendwas, was ich präsentieren kann. Wird lustig werden. Wow. Weil alleine das, was Netflix jetzt momentan macht, okay, allein die Serien, die jetzt da aufhören, werden einige Filme ordentlich in Schützen kommen in nächster Zeit. Und Sachen werden teurer werden, um einiges. Freut euch, ihr Kinderlein. Es wird eine Attacke auf eure Brieftaschen werden. Oh Mann. Wo wir dann wieder bei einer anderen... Gehen wir ein bisschen mehr auf die lustige Seite. Gehen wir zu Gaming ein bisschen, okay? Hat sich wieder mal tierisch ins Rückmark geschossen anscheinend. Mit der Demo-Version von Anthem. Anthem, weil mein Kopfweh bekommt davon, Anthem, weil, oh, nein, die Demo ist nicht heruntergetuned, ja, sie ist heruntergetuned am Anfang, okay, was jetzt genau, dann ist, die Demo ist angepasst, dass du zwar eine Ahnung von dem Spiel, so wie früher Demos war, du fängst mitten im Spiel irgendwo an, hast 1-2 Level und spürst es dann an, und du wirklich hier schon siehst, abgesehen davon, von den technischen Problemen, weil ich bin gestern, glaube ich, in den letzten 2 Tagen bin ich jetzt wirklich durch die Gegend gesprungen von Leuten und Streamern, mit denen ich bekannt bin und die das Ganze jetzt sich mal geholt haben. Serverprobleme, technische Probleme, Glitche. Du siehst jetzt schon, wo das Ganze hingehen wird in Bezug auf Microtransaction. Oh, alle Waffen kosten nur 25 Coins. Wo du wirklich siehst, oh, da werden wir kurz mal das Komma 2 Stellen nach hinten versetzen und wir wissen ganz genau, wie das Ganze dann eben zu kaufen ist, weil die fahren natürlich wieder die typische Schiene, die jetzt gerade vor allem die ganzen AAA Honk Honk Publisher Studios, okay, vor allem EA, die erwiesenermaßen unbeschlossene, schlecht unbeliebteste Firma in der Welt. Gab eine Auszeichnung dafür sogar. Wir wissen, wo sie das hindern, weil alle momentan das Ganze machen. Oh, die ersten zwei Wochen lang lassen wir die ganzen Microtransactions entweder ganz weg oder machen sie minimal. Und dann, sobald die Reviews von den ganzen Magazinen raus sind, von allen denen wir nicht bereits mehr oder weniger mit der Geldklaue an den Nüssen krallen und mehr oder weniger immer ein bisschen drehen, würde. Okay? Honk, honk. Weil du weißt ganz genau, dass IGN wieder eine 9,9 out of 10 wieder geben wird und all die anderen Outlets, die wirklich kassieren ohne Ende für gute Reviews und alle anderen werden wirklich, oh, erste Woche, okay, wir haben es gesehen bei anderen Spielen, schauen wir zum Beispiel, oh, Black Ops, die neue Version zum Beispiel, oh, eine Woche oder so später oder einen Monat später, auf einmal tauchen die Microtransaction-Sachen auf, werden einfach reingepatcht, damit es ordentlich grindy ist, obwohl es vorher schon grindy war, aber oh, wir grinden uns jetzt die Finger wund. Oder wir gibst einen Haufen Geld aus für Sachen und einen kleinen roten Punkt für einen Dollar. Oder einen Smiley für den sonst keiner sieht außer dir für Cosmetic-Sachen. So, ehrlich. Und Leute finden das noch okay. Leute sind original okay damit.
Das ist Horror. Und genau dasselbe ist jetzt hier bei Anthem. Wo jetzt gerade nehmen, oh ja, pff, Loot ohne Ende, Loot ohne Ende, es hat bei kleinsten Sachen, Loot ohne Ende. Du weißt ganz genau, dass das wirklich nur so gedient ist, dass wirklich nur kurz ein kurzes Rädchen zurückgedreht werden muss. Und dann ist das Ganze, du kannst jetzt dann hier, oh, du kannst diesen Max-Suit sofort freischalten. Oder du kannst 200 Stunden dafür auflegen, für die ganzen Materialien, weißt du. Weil die gehen ja alle das Mobile-Business hier gerade ab. Wo sagen wir so, also das war, abgesehen davon, dass das Ganze sowieso aussieht wie Warframe meets, was war das andere? Destiny? Ehrlich, ich habe Destiny, als es gratis gegangen ist, runtergeladen, bis heute nicht gespielt, was mich nicht interessiert. Ohne Scheiß. Und es sieht genauso aus wie Destiny meets Warframe mit ein bisschen Flug-Action. Oh meine Güte, Jetpacks, yay! Aber du machst genau denselben Scheiß. Du machst genau denselben Scheiß. Es ist nichts anderes. Optisch sieht's standardmäßig aus. Es bläst dich nichts aus dem Wasser. Und ich, wie ich jetzt gerade gesehen habe, dass die meisten auch wirklich Hardcore-Gamer wirklich so Reaktion drauf haben. Uff. Wir können jetzt schon sagen, dass, oh, EA, die Firma, die wirklich alle Studios frisst, und da bin ich nicht der Einzige, das ist Jim Sterling und andere größere Reviewer machen, das haben sie auch schon gesagt, die mir aber, die Firma fährt nicht das Wert ein, was wir haben wollten, abgedreht. Die Liste von Sachen, die EA gekillt hat, ist gigantisch. Studios, die früher zu den Titanen gehört haben. Aber hey. Ich glaube, viel mehr kann ich heute nicht, aber sonst bleibt es wahrscheinlich echt eine Ader. Aber ja, Sword Art Online geht voll SCW. Anthem, kein Schwein interessiert sich dafür und wir wissen alle, wo es schon jetzt hingeht. Wir wissen, die haben nicht die Nüsse, das wirklich so zu lassen, wie es jetzt ist. Patcht ein bisschen die guten Sachen hoch und macht die Fehler weg. Die Fehler sind keine Fehler. Wir haben es gesehen bei den Sachen. Und was war das letzte Mal, wo auf einmal in irgendeinem Shoot auf einmal diese gelben Dreiecke aufgetaucht sind für all die Sachen, die du nicht im Season Pass oder in DLC nicht gehabt hast, dass jeder sieht, was du nicht gekauft hast. So quasi Patch of Shame. Witzigerweise, ich höre hier bei uns so gut wie kaum jemanden reden. Obwohl sogar einige Leute, wie ich jetzt gesehen habe, sogar über den ganzen Gillette-Wahnsinn, über den ganzen Rasierer-Wahnsinn sich noch immer die Schnauze aufreißen, wo Gillette extrem männerfeindliche, wirklich, hey, du Mann Arschloch, du unserer Kunde Arschloch, du schlechter Mann, du schlechter Mann, du böser Mann. Und dann die ganzen sagen, oh, alle Männer, die sich wie Arschlöcher verhalten, sind weiß. Und nur die paar, die dunkelhäutiger sind die einzig Guten. Also wirklich politisch ultra korrekt. Also wenn du den Werbespot mal siehst, wow! Und du sagst, hey Mann, selbst wenn du kein Englisch kannst, denkst du, wow, die wirklich hauen hier eine auf die politisch korrekte Schiene und wirklich zeigen mit dem Finger auf ihre Kunden. Es ist ja wirklich, als wenn du in den Laden nebenan gehst, den eine Wurst kommt und jeder schreit, du Arsch. Das ist faszinierend. Und dann wahrscheinlich noch beleidigend drum. Oh, Leute kaufen unsere Sachen nicht, weil frauenfeindlich. Oder so ein Scheiß. Wow. Es ist grandios, was die sich einfallen lassen. Wo ich sagen muss, hey, ihr catert zu Leuten, die entweder gar keine Körperbehaarung haben oder sich nie rasieren. Okay? Egal an welcher Körperstelle. Yay. Top. Ehrlich gesagt, top. Also, eine interessante Woche bis jetzt. Ui, also es ist erschreckend. Vor allem diese so Online-Geschichte sollte man definitiv im Auge behalten. Anthem, wen kümmert Anthem? Okay, ich habe ein paar Leute gesehen, das ist wirklich so ein richtiger Twitch-Ereignis-Spot, der für ein, zwei Wochen da ist und dann interessiert es kein Schwein mehr. Also BioWare ist mehr oder weniger mit dem Ding jetzt weg. Weil das Ding scheint nicht wirklich gut anzukommen. Also, und, yeah.
Also, wenn die SJWs Hardcore Fuß fassen in Japan, dann wird das lustig. Weil dann wird das Ganze so quasi, boah, wie brutal Goblin Slayer war. Oh meine Güte, ist das nicht frauenfeindlich? Diese Schreie werden so laut werden. Diese Nummern werden so laut werden. Und ich sehe es ja jetzt auch schon hier im deutschsprachigen Raum. Sogar ich, der sich dagegen wehrt, sich in dem Social Media Gedöns auch nur irgendwie mal reinzubegeben. Ich bin auf meiner Insel da drüben, okay? Ich sollte mir den Schildkrötenpanzer und den Bart weiß färben, aber der wird sowieso automatisch. Man sieht es ja sogar in diesem Bild. Langsam wird's ja. Keine Ahnung, ob ich mir dann wirklich den Kopf rasiere und mir eine Schildkröte zulege, aber hey. Definitiv wird es interessant werden, weil sogar ich an meinem Loch am Ende der Welt, okay, höre, was so au abgeht. Ui. Das wird lustig. Mal für mich. Für andere wird's scheiße. Ich werde meinen Spaß haben. Ui. Der einzige Grund, warum ich alt werden will, damit ich den Scheiß miterlebe. Weil, aber in dem Sinn, oi. Ja, hier. Gehabt euch wohl und einen schönen Wochenanfang. Keine Ahnung, wo ich was diese Woche mache. Ich komme momentan zu nichts. Dieser Tag war der einzige, wo ich wirklich ausschlafen konnte. Okay? Deshalb, ich habe ein bisschen was gespielt. Ich werde jetzt wahrscheinlich anfangen, was zu zeichnen. Weil während das Zeug hier hochlädt, kann ich nichts machen. Fuck mein Internet. Draußen ist es kalt und es ist dunkel. Nass, kalt und dunkel interessiert mich nicht. Das ist so mein Leben sowieso schon. Haha. Düster sei mit uns, aber ja, yeah, also ich wünsche jedem, der mir zuhört und zuschaut, hey, leck the flavor, ja, und subscribe, Abo, leck Arsch, klick die Glocke, bimmel das Bäumchen, mach den Haken irgendwo, ich habe keine Ahnung, was man jetzt schon alles drücken muss, dass man überhaupt noch mal meine Videos überhaupt noch sieht, wenn man sie überhaupt noch sieht, weil ich jetzt gehört habe, dass YouTube mit nächstem Monat die Benachrichtigungen auf diversen anderen Plattformen einstellt. Ich weiß auch nicht, ob das für alle gilt oder nur für die Leute, die keine Partnerschaft haben. Also bist du, ich habe sowieso kein Interesse daran, aber es wird anscheinend ein Haufen verschwinden. Anscheinend gibt es auch Probleme, dass einige Leute die Videos ein paar Stunden lang gar nicht sehen und die dann in der Timeline irgendwo verschwinden. Also YouTube, also es gibt man dann eine Menge Probleme mit YouTube. Ich mache es ja sowieso nur für mich und für zwei, vielleicht drei oder vier Leute, die mir sowieso nachlaufen. Ich sollte vielleicht wieder mal ab und zu mal den Link zu meinem Discord unten verteilen, haben einige gesagt. Bei Zeiten mal. Es sind Leute schon da, mit denen ich reden will. Sonst auf Anfrage, aber naja. Dafür gibt es die Kommentare unten zum Beispiel. Nicht wahr? Aber in diesem Sinne, Cheers und wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes. Ein schön, wo ist dazu? Ah, hier ist der Knopf. Schönen Wochenbeginn oder Mitte der Woche, egal wann ihr das seht, wenn ihr das seht, überhaupt. Cheers und ich hab fast Mitleid mit SAO-Fans. Fast. Nicht wirklich. Ui. Oh, immer noch ruppig, aber egal.